Ich möchte heute mal mit euch darüber sprechen, warum ich der Ansicht bin, dass Battlefield 2042 nicht mehr gerettet werden kann. Ich würde ganz gerne mal mit dem aktuellen Zustand des Spiels anfangen. Und zwar haben wir ja natürlich jetzt Season 2 bekommen, damit auch wieder neuen Content, neue Fahrzeuge, neue Waffen, eine Karte, neuen Spezialisten und so weiter. Ist auch alles ganz toll und die neue Map spielt sich auch um einiges besser als die meisten anderen aus dem All Out Warfare Modus. Das ändert allerdings leider nichts an der Problematik, wie das Spiel in Zukunft weiterhin aussehen wird und wie es sich verbessern wird oder halt auch eben nicht verbessern wird. Und ich denke, mit Season 2 können wir das eigentlich ganz gut erkennen, weil wir haben jetzt, also wir wissen ja jetzt, wie viel Content wir pro Season bekommen. Der wird aber erstens nicht reichen und zweitens geht es um ganz andere Probleme, die dieses Spiel hat, die einfach wahrscheinlich niemals gelöst werden. Wir fangen mit einem Serverbrowser an. Der soll jetzt laut offiziellem Entwicklerstream gar nicht kommen für den All Out Warfare Modus. Das einzige, was sie dahingehend noch gesagt haben, ist, dass sie sich persistente Server für den Portal Modus anschauen. Anschauen! Das heißt noch nicht, dass wir das bekommen werden. Und das heißt auch nicht, dass das funktionieren wird. Und das ist auch totale Katastrophe, denn der All Out Warfare Modus ist eigentlich der, den alle spielen. Das ist, wenn jemand das Spiel startet, ist der All Out Warfare Modus der erste Anhaltspunkt für alle Spieler. Da sind die meisten Leute, die sich tummeln, die spielen und was weiß ich. Nicht der Portal-Modus und auch nicht Hazard Zone und auch nicht sonst irgendwas anderes. Und deswegen ist das halt wieder ein bisschen schwierig, weil du müsstest ja theoretisch hingehen und den Portal-Modus als offiziellen, richtigen Modus für Battlefield 2042 nehmen. Und ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Und dann geht es noch weiter mit der Tatsache, dass du dadurch halt nicht die Möglichkeit hast, dir einen Server rauszusuchen, der genau die Map-Rotation hat, die du gerne spielen möchtest. Du kannst auch nicht aussuchen, was für ein Ping der haben soll. Wenn der zu hohen Ping hat, dann hast du halt Pech gehabt. Zum Feierabend. Die Leute, die aus allen möglichen Regionen der Welt spielen, müssen sich halt mit dem zufrieden geben, was sie bekommen. Und genauso wird es halt auch sein mit Clans und Platoons. Abgesehen davon, dass es dieses System noch nicht mal in diesem Spiel gibt, kannst du nicht mit mehreren Leuten auf einen Server joinen. Du kannst mit 4 Leuten in einer Party sein, gehst dann auf den Server, muss einer aus der Party raus, eine neue Party erstellen, alle anderen einladen und dann, weil es natürlich auch eine Warteschlange gibt, weil der Server dann voll ist, weil es ja auch nicht so viele gibt, muss man erstmal warten, bis dann alle 8 oder sogar noch mehr Leute auf demselben Server landen. Und wer sagt, dass das in der nächsten Runde wieder so schnell funktioniert oder sogar nicht vielleicht länger dauert? Das ist absolut beschissen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Balancing und das Klassensystem ab Season 3. Es werden Klassen kommen, ja, die Spezialisten werden da eingeteilt, aber es können trotzdem noch alle Waffen gespielt werden von allen. Und das Einzige, was quasi begrenzt wird, sind ja im Endeffekt dann die Gadgets, die sie haben. Und das wird trotzdem das Problem mit den Spezialisten nicht lösen und mit deren Balancing. Wir haben es jetzt zuletzt an Jisoo Pike gesehen. Sie buffen die, jeder spielt die, alle laufen mit einem Wallhack durch die Gegend und alle Leute sind permanent gescannt. Gerade in dem Innenbereich des Containers auf der Map gestrandet, wünsche ich euch viel Spaß so zum Spielen. Man ist permanent gespottet. Das ist halt absolut nervig. Was hat das jetzt noch mit Sound auch zu tun? Normalerweise war es ja immer so, Sound gewinnt das Spiel. Wenn du ein gutes Headset hast, wusstest du genau, von hinten links kommt gleich einer. Oder um die Ecke vom Container wird jetzt gleich einer kommen, weil ich höre den ja. Aber das kannst du in diesem Spiel nicht. Du kannst die Leute nicht hören, weil die Location, weil die Lokalisation vom Sound in diesem Spiel auch absolut beschissen funktioniert, wenn überhaupt. Aber das ist noch nicht mal das eigentliche Thema, was ich meine. Balancing ist das Thema, worauf ich hinaus wollte. Du wirst die Spezialisten alle nicht balancen können. Es kommen einfach immer mehr. Durch die ganzen Seasons werden immer mehr Spezialisten kommen und auch immer mehr Waffen. Man sieht es jetzt an den Vault-Waffen, die sie jetzt aus Portal rausgeholt haben. Man hat von Anfang an alle Aufsätze für die Dinger frei. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die teilweise gar nicht gebalanced oder getestet wurden und einfach copy-pasted wurden, weil zum Beispiel das M16 Sturmgewehr genau das gleiche Rückstoß-Pattern, also Muster hat, wie beispielsweise die PKP, was eigentlich ein LMG ist an der Stelle. Also DICE gibt sich da scheinbar überhaupt keine Mühe und macht halt einfach irgendwie, um dann sagen zu können, wir bringen euch halt neuen Content, wobei der noch nicht mal neu ist, sondern aus dem Portal-Modus. Und dann kommt dann Hotfix für Hotfix für Hotfix. Zuletzt war es ja jetzt bei Jisoo Pike so, dass sie dann mal kurz genervt wurde. Und das wird immer so weitergehen. Und auch mit den Fahrzeugen sind die auch komplett unflexibel. Wie lange sind Jets jetzt schon in derselben Kategorie wie Hubschrauber und keine Ahnung was alles? Wieso kriegen sie es nicht hin, eine neue Kategorie zu machen, extra für Jets, damit die Leute die Dinger auch mal spielen können? Die sind sowieso komplett useless aktuell. Und dann kannst du die noch nicht mal spielen, weil permanent Hubschrauber gespielt werden. Übers Map-Design will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, aber auch auf der neuen Karte merkt man das, die spielt sich besser, ja. Aber wenn man zum Beispiel ins Schiff reingeht,
hat man so viel Vertikalität, dass man auch da einfach nie zur Ruhe kommt. Du wirst nie mal in Ruhe irgendwie kämpfen können, ohne den Gedanken zu haben, es könnte mich gleich einer von hinten oder von oben oder von hinten oben links oder hinten oben rechts abknallen. Weil du dann immer irgendwelche Container hast, dann hast du noch oben auf dem Schiff so eine Ladeluke, die du aufmachen kannst und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben, wenn überhaupt, falls sie sich da irgendwie was bei gedacht haben. Und das sind noch nicht mal die Kernprobleme, die ich meine, warum dieses Spiel nicht mal gerettet werden kann. Dazu kommen wir jetzt. Gehen wir mal aufs nächste Thema Maus-Input und Aim-Assist. Wie lange hat man jetzt schon Probleme mit diesen beiden Features, die eigentlich in einem Shooter-Game von Anfang an funktionieren müssen, damit man dieses Spiel überhaupt ordentlich spielen kann? Jeden Patch schreiben die in die Patch-Notes rein, Verbesserungen, gefixt und hin und her. Und trotzdem hat sich so gut wie gar nichts geändert. Beim Maus-Input zum Beispiel beschreiben viele das Problem, dass sie sagen, es fühlt sich so an, als würde man die Maus durch Kaugummi ziehen. Wenn man von einem Ziel zum nächsten zielt, fühlt es sich nicht, es fehlt mir das richtige Wort dafür, es fühlt sich irgendwie nicht konstant an, also nicht gleich. Es ist irgendwie immer anders. Mal ist es irgendwie etwas schneller, mal ist es ein bisschen langsamer. Es fühlt sich halt einfach nicht so an, als wäre es immer wieder das gleiche Gefühl, von Tage zu zielen. Und es ist halt einfach nicht gleich, es fühlt sich nicht gut an. Beim Aim Assist kann ich nicht viel zu sagen, weil ich selber nicht mit Controller spiele. Ich weiß aber, wie es ist, mit Controller zu spielen, weil ich Battlefield 5 und 1 damals mit Controller gespielt habe, weil ich da eine PS4 Pro hatte. Und da hatte ich dieses Problem nicht. Aber da können andere von euch in den Kommentaren vielleicht mehr zu sagen. Kommen wir zu dem Punkt, der mich am meisten aufregt in diesem Spiel und der vermutlich auch niemals behoben werden kann, der Netcode und die Hit Registration. Dieses typische, man läuft hinter eine Wand, fällt auf einmal trotzdem noch tot um. Und so wie ich das mittlerweile verstanden habe, die Leute von Apex Legends haben da einen sehr interessanten Post zugeliefert, liegt das unter anderem an dem Unterschied des Pings von dem einen Spieler und dem anderen Spieler. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Ping von 10 spiele und ich spiele gegen einen Gegner, der einen Ping, sagen wir mal, von 300 hat, dann beschreiben die das so, als würde der Typ mit Ping 300 in der Vergangenheit spielen und ich in der Zukunft bzw. Gegenwart. Das heißt, wenn ich den zum Beispiel sehe, sieht er mich vielleicht noch gar nicht. Und genauso ist es dann aber andersrum, wenn ich dann zum Beispiel schon hinter eine Wand gelaufen bin, sieht er mich noch, weil er in der Vergangenheit spielt, weil er halt einfach einen schlechteren Ping hat und trifft mich dann noch und ich fall tot um, obwohl ich schon hinter der Mauer bin. Und bei der Hitrec, ja, bei der Hitrec ist das halt auch wieder so eine Sache. Immer wieder hat man die Problematik, dass man teilweise ein halbes Magazin irgendwo in Richtung Gegner schießt und man hat das Gefühl, fast keine Kugel davon trifft und wenn sie trifft, ist das wie als wenn du würfeln würdest und alles was unter 6 ist, heißt es halt, dass die Kugel nicht trifft. So fühlt sich dieses Spiel aktuell an. Das ist nicht normal. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich mir das alles aus den Haaren herbeiziehen, einfach um meckern zu können, weil ich bin ja Deutscher. Und ich reg mich sowieso über alles auf. Nein, darum geht's gar nicht. Ich liefere ja auch Beispiele. Ist ja nicht so, als würde ich keine Beispiele bringen, um das auch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was mein Problem mit diesem Spiel ist. Und das ist jetzt auch der Kernpunkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. DICE kann so viel Content für dieses Spiel liefern, wie sie wollen. Aber es ändert nichts daran, dass diese Kernprobleme von diesem Spiel nicht gefixt werden. Und das werden sie auch in Zukunft nicht tun. Weil sie es bis jetzt, nach fast einem Jahr, immer noch nicht geschafft haben, werden sie es auch in Zukunft nicht schaffen, das irgendwie zu fixen. Das Einzige, was ein bisschen besser geworden ist, zumindest hatte ich das Gefühl, war die Performance. Aber auch ja nur bei sehr, sehr wenigen und auch nur bei Auserwählten habe ich das Gefühl. Warum auch immer, keine Ahnung. Also alle Leute, die natürlich jetzt sagen, ich habe Spaß mit dem Spiel so wie es ist, der neue Content reicht mir, ich kann über die ganzen Probleme hinwegsehen, für die wird das Spiel auch in Zukunft funktionieren und die werden auch sagen, dass es Spaß macht und dass es irgendwo für sie zumindest in Anführungsstrichen gut ist. Für mich allerdings, wenn ich das vergleiche mit älteren Titeln, kann ich das nicht so bezeichnen. Ich würde mich selbst belügen und das mache ich nicht. Das ist Quatsch. Und ich habe noch nicht mal von den ganzen Bugs angefangen zu sprechen, die ich die ganze Zeit habe. Und auch nach Season 2 noch. Ich habe angefangen, mit allen Bugs, die mir irgendwie über den Weg laufen, die einfach mal aufzunehmen. Einfach mal zu recorden, einfach mal zu sammeln, um am Ende mal so eine Compilation zu machen. Viele von euch haben in den Kommentaren ja auch geschrieben, dass sie sich das nicht nur wünschen, sondern auch befürworten. Und das wird kommen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und da werden es nicht nur Bugs sein, die ich bei Release hatte, wo ich jetzt sage, ja, das Spiel ist scheiße und zeige euch nur Bugs, die dann irgendwie von früher waren und alle irgendwann gefixt wurden. Nee. Ich werde euch auch die ganzen Bugs zeigen, die ich jetzt nach Season 2 immer noch erlebe und auf einmal erlebe, obwohl ich die noch nie vorher hatte. Um euch einfach auch mal zu zeigen, dass ich hier, wie gesagt, nicht einfach nur rummecker. Aber das ist, wie gesagt, der Standpunkt, den ich für dieses Spiel jetzt habe. Das Spiel kann nicht gerettet werden. Es kann nicht besser werden als so, wie es aktuell ist.
Das ist meine Meinung. Wenn sich das in Zukunft ändern sollte, zum Besseren, umso besser. Ich freue mich sogar darüber, wenn ich dann Unrecht hatte und ihr mir in den Kommentaren schreiben könnt, ach guck mal, der Idiot, Alter, der hat da irgendeinen Scheiß erzählt und über das Spiel abgerantet und jetzt ist es auf einmal doch richtig gut geworden. Ich freue mich drüber. Ich würde mich wirklich drüber freuen, wenn ich falsch liege, aber das ist der Standpunkt, den ich aktuell habe. Und an alle Leute, die dieses Spiel mal testen wollen, guckt, dass ihr euch nicht von Anfang an das Spiel kauft, wie gesagt, sondern testet es vielleicht durch irgendwelche Aktionen von EA Play oder so. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gerne heute Abend mal im Livestream oder zum nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut, Leute, bis dann, haut rein und wie immer, ciao, ciao.